Ich erteile dem Abgeordneten Brandner das Wort zu einer Kurzintervention. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass das ja doch noch geklappt hat. Dann der werte Kollege Kühnert ist ja recht sportlich eingestiegen in seine geschwätzige Rede mit so einem Frontalangriff auf die AfD, die sehr viel heiße Luft produzieren soll. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Kühnert, wir von der AfD haben überhaupt gar kein Problem, zu beruflich erfolgreichen Persönlichkeiten aufzublicken. Und wir lernen gerade von Leuten, die beruflich erfolgreich sind, die Studienabschlüsse vorweisen können, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind, lernen wir gerne viel dazu. Jetzt kann man vom Kollegen Fahle halten, was man will. Aber wenn ich in seiner Vita blätter, finde ich da zwei Abschlüsse. Er war Steuerberater, er ist Rechtsanwalt mit zwei Staatsexamen. Auch das, muss ich sagen, ist nicht gerade peinlich. Das ist meine konkrete Frage an Sie, Herr Kühnert, wenn ich in Kürschners Volkshandbuch schaue, lese ich, dass Sie seit 14 Jahren Publizistik und Kommunikationswissenschaften studieren und dann drauf gesattelt haben, vor 7 Jahren das Studium der Politikwissenschaft an irgendeiner Fernuniversität. Können Sie uns allen hier im Raum, den Zuschauern auf den Tribünen und den Menschen, den Millionen Menschen an den Bildschirmen vielleicht mal ganz kurz erklären, was Sie in Ihrem Leben schon geleistet haben, welche Berufsabschlüsse Sie haben und welche Studienabschlüsse Sie vorweisen können. Vielen Dank. Sie haben das Wort zu einer Erwiderung. Herr Brandner, diese erhellende Frage für den Verlauf der Diskussion möchte ich gerne wie folgt beantworten. Meine Legitimation, in diesem Parlament zu sitzen, ergibt sich daraus, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis hier in Berlin-Tempelhof-Schöneberg mir bei der Bundestagswahl 2021 die Stimme gegeben haben. Ein Wahlkreis, in dem mehr als 80% der Menschen zur Miete leben, einem Thema, zu dem ich hier an diesem Pult gesprochen habe. Diese Menschen haben mich gewählt, damit ich für ihre Interessen als Mieterinnen und Mieter, für den Schutz vor übergebührlichen Mieterhöhungen, Umlagen und andere Mehrkämpfe. Das tue ich hier. Dafür haben Sie mir ein Mandat gegeben. Und da werde ich mich von Ihnen auch überhaupt nicht aus der Reserve locken lassen. Und außerdem, habe ich noch was im Angebot für die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis und darüber hinaus auch die, die mich nicht gewählt haben. Ich gehöre zu der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die für die Verteidigung unserer Demokratie von innen heraus antritt. Und deswegen biete ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen die Stirn, wo immer es nur geht. Danke, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das noch mal zu sagen.